Supermans Niederlage erwies sich als nicht so hilfreich, wie Ares es sich erhofft hatte. Die Helden des Paralleluniversums halfen dem Batman dieser Welt, ein konfliktfreies Utopia zu errichten und ließen den Kriegsgott verhungern. Im Angesicht des Todes gelang es Ares, Brainiac 5 gefangen zu nehmen. Er zwang Brainiac, eine Zeitschleife zu erschaffen, die mit der Ankunft der Helden der anderen Dimension begann und kurz vor ihrem Sieg endete. In diesem Zeitintervall eines endlosen Krieges kam Ares wieder zu Kräften.